Hallo Ines, es ist Samstag und wir sind verrückte Scheiße am Machen. Zeig mal gerade, was du hier gemacht hast oder was du glaubst, was du hier gemacht hast. Ein Centipede, also ein, warte mal, was ist das? 100 Füße. 100 Füße, nicht 1000 Füße. Und warum hast du das gemacht? Oder ist das beides auf Englisch? Nee, Millipede ist ein 1000 Füße. Ah, okay, ja. Warum ich das gemacht habe, weil du das einen Auftrag gegeben hast und ich bin immer der Maler sozusagen. Aber was sieht man da? Ja, das ist eine Zeichnung vom Kopf. Das ist eine Zeichnung vom Kopf. Vom Centipede. Und weil die nicht so schön war im Original, hat die Ines die schöner gemacht. Und ihr seht hier so winzige Pfeilchen. Und das sind Organe, Schläfenorgane. Mit denen können die Tiere Feuchtigkeit messen, aber auch Kohlendioxid, vielleicht auch Schall. Das ist noch nicht richtig erforscht. Und das stellen wir jetzt in die Wikipedia ein. Der Artikel steht schon. Kann ich euch hier drunter tun. Hat Spaß gemacht, das zu recherchieren. War irgendwie nicht in der Wikipedia. Nach einem Kollegen, der 1000-Füßler-Kundler und 100-Füßler-Kundler war aus Ungarn. Und jetzt hast du eine richtig schöne Zeichnung da gemacht. Ja, das ist auch noch eins deiner Hobbys, immer Wikipedia-Artikel ergänzen. Kein Hobby, das ist Wissenschaft, mein Freund. Sehr, sehr gut. Ein bisschen Hobby ist es aber, oder? Was? Spaß dran. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Was macht ihr heute am Samstag? Postet es hier drunter. Mein Tag hat schon damit angefangen mit der Wissenschaftssendung, ne? Die ich jeden Samstag mache. Ja. Hörst du die eigentlich manchmal an oder eher manchmal? Nicht so? Wann denn? Nicht immer. Wenn du das auf Facebook postest und dann kommen irgendwelche Fragen unter dem Artikel und dann muss ich mir den Beitrag natürlich anhören, um überhaupt auf die Fragen zu antworten. Das stimmt. Markipod.com. Das finde ich aber gut, dass du das immer machst. Und hier seht ihr ein Schläfenorgan von einem 100-Füßler, gezeichnet von der Ines nach einer Vorlage von 1960, so dass es jetzt schön und sauber ist. Gleich kommt noch was.